Willst du diesmal herausfordern? Nö, du brauchst ja nicht abbrechen. Achso, ich muss Wir ja. sind Achso. ja noch Geht im ja jetzt Menü einfach drin. weiter, genau. Gut, Jo. den Krieger darf ich nicht mehr nutzen. Dann nehmen wir jetzt. In dem Minimu nehmen wir den. So, jetzt, das war jetzt mein Fun-Deck und jetzt kommen ernste Decks. Ah, das war das Fun-Deck. Ja, das war gerade auch mein Fun-Deck. War nicht sehr spaßig für mich. Nee. Jetzt packt er aus. Jetzt, oh ja, jetzt haut er den Zulok oder den Handlock raus. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Okay. Ich muss die Wildnis schützen. Die beiden packen mal raus. Weiß ich, was ist dir lieber? Fängst du lieber als erstes oder als zweites an? Das hängt vom Deck ab, also kann man so eigentlich pauschal nicht sagen, wobei ja die globale Statistik mit Coin eigentlich, ja, Ja, ich glaube 55% oder so gewinnt mit der Münzsee. Ja. Oh, und die Rubian Egg. Da hat aber auch schon einer ein bisschen im Dings gespielt. Ne? Ja, ich spiele schon ein Weilchen. Ja, aber da, ich meine, da hast du auch die Dungeons schon gespielt. Ja. Ach, Krümel hat den Disco, der ist auch aus dem TS rausgeflogen. Och Gott. Haunted Creeper hinterher. Das ist ja schön. Das gefällt mir ja gar nicht. Das mag ich gar nicht gerne. Dann. Was spielen wir nächste Runde? Was spielen wir eigentlich nächste Runde? Ach, da war ich. Okay. Jetzt wird's interessant. Mann. Das ist ja unlustig hier. Hast aber interessant gemischte Decks. Also du hast ziemlich viele Basic-Karten, aber dann ganz schön viele Legendaries auch. Also, Das liegt einfach daran, dass der Druide ist bei mir ein Deck. Ich weiß, sollte das eigentlich nicht verraten. Der Druide ist bei mir ein Deck, das ich aus vielen anderen Sachen, ich habe das zusammengestellt aus vielen, vielen anderen Dingen. Also ich habe da quasi ein Basic-Deck genommen und habe das upgraded. Das ist kein, also es ist selbst konstruiertes Deck. Der, was hatte ich gerade gesagt? Der Krieger ist auch selbst konstruiert. Und das dritte Ding, das ist nach einem Guide erstellt. Aber ja, ich sag mal, jetzt hier wirst du sehr viele Basic-Karten sehen mit so ein paar Extra-Karten. Ich muss sagen, du kannst auch mit dem Basic-Karten-Deck schon sehr, sehr gut, finde ich zumindest, sehr, sehr gut spielen. Oh, da hast du jetzt mal viel Glück gehabt. Das ist ja Ja, unschön. aber gegen Druiden bringt das ja eigentlich nichts. Ein Swipe und alles weg. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. So. Spielen wir mal den hier. Wenn wir schon bei den Basic-Karten sind. Ja, das ist eine High-Value-Karte. Aber du spielst auf jeden Fall Zulok, das ist schon mal interessant. Oder habe ich das falsch? Wer weiß? Kommt da noch der Handlock raus? Kommt da Jaraxxus noch um die Ecke? Vielleicht sehen wir es, vielleicht auch nicht. Wer Ja. weiß? So, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's langsam gefährlich. Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Gut, dann greifen wir mal die Trickkiste, spielen den hier. Ja, das ist doch ganz schön dick. Ja, das ist es tatsächlich, da hast du schon recht. Also langsam geht mir die Flatter gegen Minions so wie dich, also gegen Zulok. Jetzt komme ich schon durcheinander, das gibt's da nicht. So, machen wir mal den da.
Aha, sehr schön. Und ihn hier? Nee. Was machen wir denn da? Ihn? Ja, er ist irgendwie blöd, ne? Könnten wir aber trotzdem machen. Mal so. Und dann den. Und weil es so schön war, gibt es den noch oben drauf. So was Gemeines. Du siehst, ich liebe Taunt-Karten. Taunt-Karten sind einfach mein Liebstes. Ja, vor allem beim Druiden, weil der hat ja die besten Taunts überhaupt. Ja, das stimmt. Der hat schon verdammt viele. Aber das musste jetzt kommen. Christina, das musste jetzt kommen. Das war relativ klar. Das war ja zwangsweise. So. Aber ist ja nicht so, dass ich dafür nicht was hätte. Das kriegen wir alles hin. Oh. Oh, das ist ja traurig. Buje. Oh, noch Dreadsteed. Ach. Verdammte Axt. Was ein Glück. Ja, das ist zu viel Glück für meine. Meine Verhältnisse. Hüter des Heins so. Und Qualität. So. Weil es so lustig ist. Okay, und beenden. So. Jetzt legt er los, jetzt haut er raus. Oh, jetzt, ja, jetzt kommt er, war klar. Jetzt haut er raus. Das heißt, du kriegst jetzt zwei Dreadsteeds? Jawoll! Nett. Sehr nett. Heilige Scheiße. Ja, deswegen hasse ich Zulox. So. Schrei doch nicht so. Meine Güte. Das tut ihn halt weh, ne? So ein Sternfeuer, das. Ja, haut schon rein. Das ist schon böse, das ist schon klar, aber hilft mir jetzt gerade auch nicht so ganz so sehr. Was machen wir denn jetzt? Whenever a minion deals damage, restore that much health to your hero. Das ist ja aber auch böse. Ach, Quatsch. Ach, das ist ja... Nee. Ist doch bloß ein HP. Ja, genau. Spiel wieder mal aus Jux und Dollerei. Und dann würde ich sagen... Attacke. Sieht ja nicht so gut aus. Ja, da ist er. Den habe ich schon vermisst. Okay. Ja, das war kein guter Nutzen für den Sludge-Belcher, aber ich musste ja mal ein bisschen aufräumen. Another night on the prowl. For the wild. Ja, das sieht nicht so gut aus für mich, muss ich sagen. Das sieht nicht so gut aus. Jetzt schaut er gerade zu zart und krümmig. Da habe ich mich heute noch drüber unterhalten, über die Karte. Dass ich die eigentlich ziemlich geil finde. But Fizzlebang? Ja. Weil sie einfach, ja, du kannst dann, klar, es kostet 2 Mana, 2 Leben, aber du hast dafür dann eine kostenlose Karte, ne? Ja, das stimmt, ja. Und wenn ich mal gar nichts hätte, würde ich sogar gar keinen Schaden kriegen. Where shall I strike? For the wild. Das sieht nicht so gut für mich aus. Ja.
Okay. Ja, da muss ich jetzt mal eine Karte verschwenden. Ist zwar scheiße, aber ja. Ja, mein Gott, tu dir keinen Zwang an, ne? Also das ist ja, ne? Das sieht ja nicht so schlecht für dich aus. Ja, okay, bei mir sieht es ziemlich mies aus. Eieiei, okay. Na gut, kann ich dich nur ein bisschen ärgern. Kann ich dich wenigstens ein bisschen ärgern, das ist ja auch nicht schlecht, ne? So was gemeines aber auch. Ja, ich weiß, das ist hier Spielverzögerung. Das ist schon. Schon bitter. Ja, ich sehe schon, du hast schon die richtigen Mittel dafür. Ich sehe das schon. Ist schon, ne? Also du hast schon das Richtige dafür. Das ist schon in Ordnung. So. Naja, Force of Nature, Savage War wird ja reichen. Ah ne, das sind glaube ich... Ja, das ist, bitte, bringt bei dem Dread Steeds doch nichts. Das ja, Face, nicht. Ne? Ja, das wäre ja ganz schön, wenn ich diese Karten hätte. Ne, aber... Oder ein... Nee, das finde ich auch nicht sonderlich. Ich hätte jetzt gesagt, einen Deathwing, aber dann würden die Pferde ja trotzdem wiederkommen. Lassen wir das. Ja, das sind das 1 zu 1. 1-1, richtig.